Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine leckere Hühnersuppe machen, die immer dann gut ist, wenn es so ein Mistwetter hat wie gestern oder jemand krank ist oder war. Die hilft nämlich tatsächlich, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass solche Suppen wunderbar auf den Körper wirken und Hühnersuppe wirkt übrigens entzündungshemmend, denn sie blockiert bestimmte weiße Blutkörperchen, die Entzündungen und Schwellungen der Schleimhäute auslösen können. Außerdem enthält die Hühnersuppe viele gesunde Inhaltsstoffe wie Vitamine, Eisen und Zink. Das gibt dann natürlich Power fürs Immunsystem. Das ist in weniger als 10 Minuten vorbereitet und wir fangen gleich an. Die Zutaten habt ihr wie immer hier gesehen. Wir brauchen nicht besonders viel. Mit 6 Euro seid ihr für 4 Personen locker dabei. Das finde ich das Schöne. Ihr braucht auch wieder nur einen großen Suppentopf und ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich wasche also mein Suppengrün, bekannt auch als Ich wasche mein Suppengrün und schäle das ein bisschen grob, wie hier den Sellerie, und ich mochte früher nie Sellerie. Aber ich muss sagen, er gehört einfach in die Suppe rein und schmeckt halt, gibt der Suppe nochmal einen ganz bestimmten leckeren Geschmack. Der kommt natürlich dann nicht mehr so stark raus, wie wenn man so dran riecht. Dann schneide ich das Gemüse in grobe Stücke und gebe alles in meinen Tupperware Quickchef. Den habe ich mal vor 10 Jahren geschenkt bekommen von meiner Tante. Die hatte damit nichts anzufangen gewusst und so habe ich das gute Stück bekommen. Und damit fing alles an. Dieses Ding eignet sich hervorragend zum Zerkleinern von dem Gemüse, weil ich bin ja total schneidfaul und ich hasse das, Gemüse zu schnibbeln. Da ist das Ding wirklich bombig. Ihr legt die groben Stücke einfach rein, dreht ungefähr ein paar Mal rum, guckt rein und so sieht das Ergebnis aus nach, weiß ich nicht, 30 Sekunden drehen oder 20, wahrscheinlich eher 20. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich liebe das Teil und nachdem hier nicht alles Gemüse reingepasst hat, nehme ich auch die zweite Hälfte noch und zerkleinere das alles mit dem Quickchef. Wer Interesse hat, sich das Ding mal anzuschauen, unten den Link stelle ich euch in die Infobox. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Wie gesagt, ich glaube, in dem Grün gibt es das gar nicht mehr. Aber in anderen Trendfarben ist das natürlich viel neuer. Das System ist das gleiche. Ich meine, das hat jetzt auch schon 4 Schneidklingen. So, dann gebe ich das zerkleinerte Gemüse in meinen Suppentopf und röste das entweder mit Rama oder mit Butter bei circa, also auf höchster Stufe circa 5 Minuten an. Gebe dann alle meine Gewürze dazu, Salz, Pfeffer, die Pfefferkörner, die Lorbeerblätter und dann spüle ich einfach meine Schüssel aus. Das hat den Zweck, ich brauche sowieso das Wasser, damit die ganze Hühne bedeckt ist. Und ich kriege auch die Reste aus der Schüssel raus vom Quickchef. Übrigens nehme ich immer Hühnchenschenkel oder Hähnchenschenkel, besser gesagt, kein Suppenhuhn. Ich finde, an Suppenhühnern ist nicht gar so viel dran. Das sind ja Hühner, die keine Eier mehr legen. Und dann kochen wir das Ganze 1,5 Stunden. Ihr seht hier schon, wie leicht sich die Haut lösen lässt. Ich mache mir dann immer die Arbeit, nehme mit dieser Zange diese Gebeine raus, es sind ja nur 3 Stück, und dann schiebe ich einfach die Haut zurück, sodass ich die ablösen kann. Das geht total easy, ihr bekommt keine schmutzigen Finger oder sowas. Dann nehme ich die Haut ab und zerpflücke dieses ganze Schenkelchen einfach mit dieser Zange und gebe dann das Fleisch, was sich da rausgelöst hat, einfach wieder in die Suppe hinein. Das hat zum Vorteil, ihr habt keine großen Knochen mehr in der Suppe, ihr habt das leckere Fleisch, was wirklich sehr saftig ist nach 1,5 Stunden und gar nicht trocken, und ihr könnt es quasi schon in mundgerechte Stückchen zerteilen. Also die Arbeit mache ich mir, das sind 5 Minuten, wirklich nicht länger, aber es macht sich auf jeden Fall in der Suppe sehr, sehr gut, auch optisch übrigens. Dann schmecke ich die Suppe zum Schluss auf jeden Fall nochmal ab mit Salz, Pfeffer und gebe immer noch einen Schuss Sojasauce dazu. Das sind so 2 bis 3 Esslöffel, würde ich sagen, Sojasauce. Das gibt dem Ganzen einen ganz, ganz interessanten, würzigen Geschmack. Und mein Mann meinte beim letzten Mal wirklich, das wäre die beste Hühnersuppe aller Zeiten gewesen. Also ich denke, das macht die Sojasauce aus, habe ich ihm natürlich nicht verraten. Ja, und dann könnt ihr euch das schmecken lassen. Die Fadennudeln oder die Suppennudeln koche ich übrigens extra. Einfach, weil die sonst, wenn man die in die Suppe reinwerfen würde, die würden zu sehr aufquellen. Und oft wärmt man sich so eine Suppe ja nochmal auf und dann würde das einfach zu sehr aufquellen und dann schmecken die Nudeln matschig, was wir ja nicht haben wollen. Dann hoffe ich, dass ihr es zahlreich nachmacht und mir auf Facebook oder Instagram ein paar Bilder postet und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss!